hier von diesem Hotel. Ja, wir gehen jetzt gerade, wir checken gerade aus und fahren dann gleich mit dem Auto nach New York. Es hat einfach 25 Grad hier. Ich sterbe. Oh, und genau, ich habe gerade einfach 2 Dollar auf der Straße gefunden. Nice. Falls ihr Casey genauso verfolgt wie ich, werdet ihr sicher diesen Laden kennen. Leute, wir haben den DJI Store gefunden. Gebt euch mal diese Drohne da. Die ist riesig, die kann 11 Kilogramm halten. Oh. Leute, ne? Ich habe leider nicht meine Live-Reaktion aufgenommen, aber dieses Hotelzimmer hier ist übel geil. Ich war nämlich erst so ein bisschen skeptisch, weil das Hotel ist ungelogen, unten am Eingang irgendwie 5 Meter breit oder so. Man hat da kaum Platz und dann bin ich hier reingekommen und ja, dann war da das Bett und genau, wir haben einen coolen Ausblick nach draußen auf ein paar Häuser und da ist die Toilette, ist jetzt so eine Quick Room Tour. Ist die Toilette übrigens auch mit Tageslicht und da sind andere Hotelgäste. Ja genau, und da unten ist dann die Straße. Auf jeden Fall ist es ein richtig cooles Zimmer. Und ja, ich bin ziemlich schlapp. Wir sind, Moment, ich kann kurz nachgucken. Ich hatte heute Morgen ungefähr 700 Schritte. Ich habe jetzt 10.000 Schritte. Ja, wir sind auf jeden Fall ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Waren am Times Square. Machen jetzt hier kurz Pause und dann, weiß ich noch nicht genau, dann gehen wir wahrscheinlich noch auf den Freedom Tower. Mal sehen. Also da wollten wir auf jeden Fall noch hin. Wir sind hier auch nur noch, also wir übernachten nur eine Nacht hier. Und morgen fliegen wir dann schon wieder weg. Ja. Das war's. Wir gehen jetzt zum Freedom Tower und fahren da mit der U-Bahn oder mit der Bahn. This is the one that takes the ferry to the island, you get off and... Das war ohne Witz der coolste Typ ever. Hat die ganze Zeit Jokes gemacht und halt voll lustig geredet und so. Okay, mir wurde jetzt mein Tripod abgenommen. Wir haben falsche Tickets bekommen, das heißt, wir hatten eigentlich solche Pässe gekauft, wo wir dann halt so besseren Zugang bekommen. Das heißt, wir stehen nicht in irgendwelchen Reihen oder so. Dann haben sie uns das falsche Ticket gegeben und jetzt müssen wir in der Schlange warten. Sie haben mir meinen Gorilla-Pod abgenommen. Ja, nicht so geil. Oh, year 16? What? That's cool. 17. This is New York. Oh, it's going to be years. And you are selling it. 1900. Welcome to One World Observatory. That's what I'm talking about. Yeah.
wir essen jetzt. Ich bin ein bisschen schlafen.